Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch, der Director's Cut. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Ich habe mir überlegt gehabt, den Diamanten mit dem Ding her zu benutzen, dann durchzuschauen oder irgendwie hier Licht zu machen, dass da so ein Strahl rauskommt und vielleicht irgendwas auf dem Fenster zeigt. Aber das scheint leider nicht zu funktionieren. Er reibt weiterhin an den Kelch. Und ich habe jetzt auch keinen Ort gefunden, wo wir das Ding hinstellen können. Oder? Nee, geht nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir unten in den Gully runter müssen. Da steht aber der Jongleur da und dieser Polizist macht ja auch, einen das Leben schwer. Geh, reden wir erstmal der mit Priester dir. Der Priester ist immer noch mit dem Kelch beschäftigt, also sehe ich mich noch ein wenig in der Kirche um. Okay. Da ist ein Haares drin, aber da können wir ja nichts machen. Das habe ich ja schon alles probiert gehabt. Ich habe keine Zeit. Können wir einfach wieder gehen? Oder sind wir jetzt hier gefangen? Den Kelch wollte ich eigentlich ungern hier lassen, aber... Ja, okay, da braucht wahrscheinlich noch eine Weile. Okay, was hat es jetzt damit zu tun? Wir können ja hier schlecht das machen hier. Hey, hey Sie! Bleiben Sie da bloß weg! Tagchen. Ui? Das hatten wir alles schon. Bis später. Was war das mit diesem Ding hier, mit der Maske und dem hier? Tagchen. Ui? Ja, okay. Bis später. Au revoir. Er hatte doch irgendwas mit Clowns. Können wir den auf diesen Clown hier ansprechen? Hallo. Hallo, Monsieur. Da hat man ja, glaube ich, auch kein Dings. Das hat er ja auch schon. Was wissen Sie über die... Les Templiers und gleich... Aber hallo. Ja, das hat er alles von dieser Tafel hier. Ja, das Dreibein haben wir eben noch nicht gezeigt. Was wissen Sie über die mittelalterliche Eisenverarbeitung? Schauen Sie sich doch mal dieses Schmuckstück hier an. Ein Dreibein. Ein Stativ. Wofür? Ein Edelstein. Sie meinen, Sie wissen es nicht? Nein, Monsieur. Und Sie auch nicht, vermute ich. Elektroschocken geht ja auch nicht. Möchten Sie mir vielleicht die Hand... Ich kann mich selbst... einem Bullen an... Wahrscheinlich... Ja. Hase? Kann man ihn... Wenn ich das jetzt mache, spreche ich ihn dann über diesen Clown drauf an? Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Non, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne Sie schlecht jongliere... Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Okay, das hilft uns vielleicht weiter. Oui, Monsieur. Wir müssen die Nase anziehen und dann nochmal jonglieren und dann sind wir nicht mehr als dieser Trottel. Und dann ist er wahrscheinlich beleidigt. Tagchen. Aber was bringt uns das, um da runterzukommen? Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Jetzt macht er die Nase drauf. Und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Und geht wutschnaubend fort. Und er hat einen vergessen. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen, hey! Aber er hört mich nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm, langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Okay! Das heißt, wir haben einen Ball und wir können jetzt hier runtergehen. War also richtig, dass wir den über die rote Nase angeredet haben. Okay.
Der knallrote Ball, den ich von diesem Jongleur bekommen habe. Na gut, dann lass uns mal runtergehen. Okay, ein neuer Eintrag. Ich habe einen idiotischen Jongleur gefoppt und jetzt geht es wieder in einen weiteren Abwasserkanal. So, und da hat er ja auch gesagt gehabt, stand ja hier drin, dass es Malfoy näher zu erkunden geht. Das heißt, es muss hier weitergehen. Und da war es eigentlich auch klar, dass da irgendwie was zu machen ist. Ja gut, schauen wir mal. Da haben wir was zum Anschauen, da haben wir was zum Anschauen. Was ist das hier genau? Und da geht's noch weiter, okay. Schauen wir uns erstmal das an. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Okay. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Und das hier? Drei Bögen, jeder mit... Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Ha? Und das hier? Drei Bögen. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. Okay, das heißt, das da ist wahrscheinlich eher wichtig. Die Inschrift ist... Was aber denn hier? Ein komisches kleines Boot ist da festgebunden. Ich vermute, damit fahren die Wartungsmannschaften hier rum. Entweder das oder das Phantom der Oper ist irgendwo in der Nähe. Auf dem Boot befindet sich eine Winde. Okay. Damit können wir auf jeden Fall was machen. Der Haken ruht auf der Kette. Aber wir können es nicht benutzen. Ja gut, gehen wir mal weiter. Das sieht interessant aus. Das hier. Da haben wir ein Bild von dem Galgen und eine nette Tür. Die Tür ist hübsch gefertigte Handarbeit. Können wir da was machen mit? Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen zu sein. Ah, war ja klar. Das war ja klar. Ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Das heißt, wir brauchen hier einen Schlüssel. Flucht. Die Tür ist... Den wir nicht haben. Und damit können wir auch nichts machen. Mit dem Dinger den aufbrechen. Oh, das hat einen neuen Comic freigeschaltet. Okay, den schauen wir uns gleich mal an. Ja, der nächste Comic. Each time I must wash away the sadness. Let it dissolve and fade. Ring, ring. The sun always helps. And so does my work. Never a dull moment for a photojournalist. Da wird sie wahrscheinlich jetzt gerade angerufen von dem, von ihrem Reporter, dass sie zum Dings gehen soll, zu dem Cachon oder wie er heißt. Da hat sie ja gesagt gehabt, dass er mitten im Bad war, als der angerufen hat. Ja, interessant, interessant. Okay, also aufbrechen geht hier jedenfalls nicht. Können wir vielleicht das Ding, das hier aufbrechen irgendwie? Ah! Keine Hohlräume hier. Nee. Doch nicht. Ja? Zeit für ein wenig brutale Zerstörung. Ja, hier geht's. Hey, das klingt hohl. Ich habe ein Loch in eine historische Fundstätte gemacht. Wenn jetzt zufällig irgendwelche Archäologen vorbeikämen, dann würden sie mich dafür lynchen. Oh ja, aber in sowas von. Ist ein Geheimmechanismus versteckt. Mit einem Hebel in der Mitte. Okay, dann betätig mal den Hebel. Und ab die Post. Die Geheimtür klemmt, ich passe nicht durch den Spalt. Ah. Ich ziehe den Hebel ganz rüber. Ich ziehe den... Okay. In dem Loch sehe ich eines der Zahnräder. Es hat sich gelockert und blockiert den Mechanismus. Einfach hier wieder mit totaler Gewalt? Nee. Jetzt können wir das Ding benutzen. Vielleicht doch brutale Gewalt. Das Ding nehmen und... Ah, deswegen ging das vorher nicht. Deswegen ging das vorher nicht. Okay. So.
Was haben wir hier? Das ist der Mechanismus wahrscheinlich für die Tür. Der Türmechanismus ist Schrott. Da könnte nur ein Schmied oder Ingenieur noch etwas retten. Mann, habe ich die Türe aber gründlich ruiniert. Aber immerhin sind wir durchgekommen. Was ist das hier? Das ist ein Riss in der Wand. Durch ihn schimmert ein wenig Tageslicht herein. Und wir können es genauer anschauen. Das machen wir jetzt gleich mal. Am Anfang war das Ende. Mit einem Ende durch unser feine Hand begann unsere Dunkelheit. Am Ende wird der Anfang sein. Das Ende unserer Feinde wird unseren Neubeginn ankündigen. Berichtet. Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild. Werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etatkürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung, die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle. Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund übereilter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe. Professor, wo ist das zerbrochene Schwert? Wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert. Und wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter... Also, dass unsere Vorfahren... Moment mal, das hier sind die Templer? ...eine Fährte hinterlassen haben müssen, als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als unser Freund Pigrem. Pigrem war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmarn zu beschützen, als die Haschaschin ihm zu nahe kamen. Und er hat versagt. Und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht die Haschaschin. Er ist ein Mörder, schlicht und ergreifend. Da glaubt er aber selbst etwas ganz anderes. Er denkt wirklich... Ruhe! Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben? Ein Vermächtnis. Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden. Aber die Zeit ist knapp. Wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor. Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung. Wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle. Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Na ja, da sind wir uns zurzeit noch nicht ganz schlüssig. Ha! Aber meine besten Leute arbeiten schon daran.
Und Sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht. Natürlich, der Kerl war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen. Marquet war ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ordnung dahin um ihn gekümmert. Ich bitte um Verzeihung, Großmeister. Ich wollte nicht... Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns, Professor? Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Wo war er? In Syrien. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter. Ich befürchte, ja. Es ist eine Schande. Klausner war ein guter Agent. Das hier wird unser letztes persönliches Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann, um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen. Wow. Und da fahren sie. Okay, interessant, das Schwert von Baphomet, deswegen heißt das ganze Spiel auch Baphomets Fluch, denke ich mal, oder im Original Broken Sword, weil das gebrochene Schwert halt damit zu tun hat. Okay, und ich muss sagen, diese Nachfahren der Templer oder diese jetzigen Templer sind doch relativ unsympathisch und wollen nur die Macht, aber die Hashashin, die Khan angehört, sind auch nicht viel besser, aber beide Seiten sind auf jeden Fall Mörder. Der Khan ist ein Mörder, haben wir schon mehrmals gesehen gehabt, aber die genauso. Bin über ein Treffen einflussreicher Führer aus Militär, Wirtschaft, Regierung und Bildungselite gestolpert. Habe den Akademiker wiedererkannt. Er war schon im Hotel Ubo. Er hat dort Volkan beobachtet. Ja, an den Professor erinnern wir uns im Hotel Ubo. Mit dem haben wir auch schon gesprochen. Der große Boss, ein Typ, den sie als Großmeister bezeichneten, erwähnte ein zerbrochenes Schwert. Hat Marquet nicht erwähnt, dass er ein Schwert reparieren wollte? Das Schwert von Baphomet? Sie haben über Klausner gesprochen, der eine Linse hatte, die offenbar irgendwie bedeutend ist. Allerdings ist er in Syrien. Sie glauben, der Meuchelmörder habe ihn erwischt. Das heißt, wir müssen wohl nach Syrien diesen Klausner suchen und diese Linse beschaffen. Dieser Großmeister behauptete von sich, ein Tempelritter zu sein. Ich traue dem Burschen nicht. Das sind doch alles größenwahnsinnige Irre, die von einer neuen Weltenordnung träumen. So, wenn wir da runtergehen, dann kommen wir wahrscheinlich, ja, genau hierher. Was haben wir denn hier alles noch Schönes? Da kommt das Standbein hin, oder? Ich bemerke drei Kerben außen an der Oberfläche des Steines. In der Mitte des Kreises steht ein Steinblock. Ein gebündelter Strahl des Tageslichts fällt aus der Oberwelt herab und trifft genau auf den Steinblock. Da muss dieses das Dreibein hin. Auf dem Boden ist ein großer Kreis markiert mit einem Steinblock in der Mitte. Um den Kreis sind Wörter in den Stein gemeißelt. Auf dem Kreis sehe ich das Siegel der Tempelritter und zwei Sätze auf Latein. Non omnis moriar und clarior et tenebris. Ich werde nicht völlig sterben, das Hellere aus den Schatten. Okay, dann stellen wir mal den Dreibein dahin. Ich hätte es gedacht, dass wir jetzt gehen müssen und nach Syrien gehen müssen, aber anscheinend können wir hier auch noch was machen. Die Füße des Dreibeins passen genau in drei Kerben oben auf dem Steinblock. Sag ich doch, das passt. Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in fünf saubere Einzelstrahlen gebrochen. Und jeder Strahl sucht sich einen Buchstaben aus. Von links nach rechts steht dort M-A-R-I. B. Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll. Okay. Wieder in Nikos Apartment. Nico, ich habe sie gesehen. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach. Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer? Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als Templer verkleideten. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her.
Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neo-Templer sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden. Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können sie dann erwarten, das Schwert zu finden? Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben sie nicht die Bedeutung des Ortes ihres Treffens erkannt. Nachdem sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Der Edelstein teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben M-A-R-I-B. Marib ist ein Dorf in Syrien. Dann haben die Neotempler einen Vorsprung. Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder? Warum nicht? Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Alles klar, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und wir wissen, dass wir nach Syrien müssen. Jetzt wissen wir auch, okay. Andere wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Syrien ist ja schon relativ groß. Ohne Anhaltspunkt, wo wir hin müssen. Aber jetzt wissen wir, nach Marib. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. So, können wir hier speichern? Hier können wir nicht speichern. Dann fliegen wir schnell noch nach Syrien. Oh, und der Kelch ist immer noch bei dem Priester. Na ja, gut. So. Das Tagebuch oder unseren Notizblock lesen wir das nächste Mal. Hier machen wir nämlich Schluss. 22 Minuten haben wir schon. Bisschen überzogen, nicht viel, aber ein bisschen. Und dann schauen wir uns hier im Syrien mal ein wenig um. Dann müssen wir hier den Klausner mit der Linse finden. Und dann geht's wahrscheinlich zurück nach Paris. Bis dahin, macht's mal gut. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.